Ja, es geht direkt in den Preistempel, das geht nicht über los und wir ziehen keine 200 Dukaten Preios oder Effa-Tempel? ein. Preis. Effa-Tempel natürlich. Außer Kurab meint jetzt was anderes. Meine Effa-Tempel. Gassenwissenprobe. Ja, Er hat. gut. Vielleicht doch Preios-Tempel. Wenn ihr keine Thulamiden seid und keine Ortskenntnis habt, dann ist sie nur erschwert um 7. Was ist aus unserer Kundschaft darin geworden? Welche Kundschafterin? Die bezahlt wird. Weißt du was? Nein, wir lassen das. Wir bleiben hier. Keras macht das. Nein, Keras kümmert sich hinterher darum und Keras bringt uns jetzt dahin. Denn der kennt sich aus. Nein, wir kommen, ich kenne den Weg. Du kennst den Weg nicht. Du hast den Natürlich Weg kenne ich den letztes Mal Weg. schon nicht gekannt. Was? Was soll das denn heißen? Das letzte Mal, als wir in Kundium waren, kanntest du den Weg auch nicht und wir haben uns verlaufen. Das ist ein Gerücht. Keras, wärt ihr bitte so nett, uns den Weg zu weisen? Ich kenne mich in diese, komme in dieser verfluchten Stadt nicht so recht. Ja, ihr Bei steht uns zu Hause ist alles viel kleiner. gerade, ja, Achmat ist einfach losgelaufen mit Magister Kohlrab, die folgt ihm einfach und Effadarius dann auch. Und ja, irgendwie, Achmat ist ein bisschen abgebogen. Ihr steht vor einer Stoffdruckerei von ein paar Maraskan. Na gut. Ist Das zumindest ist nicht der passend. Preios-Tempel. Ich versuche die Leute mal wieder zum Preios-Tempel zu bringen. Ich war da ja schon mal. Aber wir wollen nicht zum Und. Preios-Tempel. Zum Preios oder Effat? Wo wollt ihr jetzt hin? Effat-Tempel. Dann bringe Gassenwissenprobe. ich euch zum Effat. Dann eben erst zum Effa-Tempel. Gassenwissen. Kriege ich eine Erleichterung dafür, dass ich soziale Anpassungsfähigkeit und einen inneren Kompass habe? Dadurch kriegst du keine Erschwernis, genau. Sehr schön. Du bist aber ein Thulamide, aber du hast keine Ortskenntnis. Schwert um 4. Mein Wo war Gassenwissen? Das. Gassenwissen. Also kriege ich jetzt keine Schwernis, sondern eine Schwernis von 4. 4. Irgendwie verfasst du mich. Ja, du hast irgendwie noch so ein bisschen Hunger und ach, hier war doch diese Bäckerei. Ja, ihr steht jetzt vor einer Bäckerei, holt euch ein paar Brezeln und steht jetzt mit Brezeln vor so einem großen Basar, wo eine ganze Menge gehandelt wird. Karenor, wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt sowieso noch hin. Wir schleppen einen Paktierer mit uns rum. Das ist nicht der Moment, um zur Bäckerei zu gehen. Ja, eine ganze Menge Leute kommen auf euch zu und wollen euch irgendwas anbieten. Datteln, Feigen, Nüsse, Kamele, Frauen. Vierblättrige Ich frage Einbeeren. nach dem Weg. Vierblättrige Und Einbeeren, ja. ich Achmat frage bleibt nach dem stehen und Weg je fragt an jeder erst. Kreuzung. Nee, Nee, dann bleibt auch mal da stehen, ist egal, Achmat immer muss jetzt weiter. erstmal. Achmat geht in so eine sehr skurrile Gasse. Überall dunkel von den Balkonen. Oben, links, rechts versetzt stehen so ein paar Schlägertypen mit Steinen in der Hand. Und er holt sich da so ein paar. Was ist das denn? Kauft gerade eingerollte Blätter. Guter Preis, gute Qualität, Effendi. Gute Qualität, guter Preis. Wie Er viel? kommt schon zurecht. Sogar 5 Blatt. 5 Blatt Einbeere. Guter Ach, halt Preis. die Schnauze. Ja, ich gehe wieder. Fünf Platz. Würfel mal Selbstbeherrschung, erschwert ihm deine Sucht. Ja gut, da kann ich gleich sagen, ich kauf die. Tja, weil der Selbstbeherrschungs 3 ist oder was, ne? Nein, weil ich den 20er Wert als Erschwernis habe. Um deine Suchtstufe oder Ah ne, gar nicht. 10, glaube ich. Du sollst um deine Richtig, Sucht. Sucht gibt doppelte Suchtstufe. Ah ja, klar schaffe ich das. Guck dir hier. Guck lieber doch da Autsch. Ja, woanders. Oh mein Gott. es ist richtig ranzige Qualität. Du kannst einmal dran riechen. Also, das wirst du dann später feststellen, wenn du dann in deine Taschen greifst. Ranzige Qualität ist wohl auch ein bisschen gestreckt, wie auch immer das ist. So, weiß ich nicht, ist das Würselkraut dazwischen? Oh Gott. Und zu viel zu hohem Preis. Was kostet so eine Portion? So eine normale Einbeere, Ja. ein Silber. Ja, dann bezahlst du 1,5 Silber für für deine Portion. Gib ihm Er ich nehme kauft nur 5. eine Beere. Nee, nee, streich dir mal. Streich dir mal 1W20. Außerdem kostet eine Beere 4 Silber. 6 Dukaten. Für 6 Dukaten kaufst du ein. 4 Silber? Sag Okay. zumindest die Zobot. Also du hast jetzt schlechte Qualität für 6 Dukaten gekauft. Können wir später ausrechnen. Ja, aber er ist dann fertig, kommt aus der schmierigen Gasse wieder raus und ja, angewidert über sich selber schließt er sich wieder der Gruppe an. Können wir dann? Natürlich. Ja, ihr seht auch, wie er diese komischen
zusammengerollten Blätter dann auch direkt seinen Mund verkaut. Scheinbar danach sehr beruhigt wird. Ja, während ihr gerade mit einer Brezel in der Hand abbeißend über den Basar lauft, in Richtung ja, Süden, Norden, ihr habt die Orientierung so verloren, könnt ihr erkennen, wie euch ein Magier entgegenkommt. In weiß gekleidet, gehüllt, mit einem Zaubererhut auf dem Kopf, wie es sich eben gehört, denn der Kodex muss beachtet werden. Und der stutzt ein bisschen, verwundert. Ein Mann in Eisenkragen, mit Hände in Metall gegossen. Das hat man auch in Gareth noch nicht gesehen. Na gut, ist das hier in Kuntium normal? Bist dir nicht ganz sicher. Auf dem Weg nach, zum Praios-Tempel wolltest du eigentlich. Und jetzt hier, was ist das denn für eine Prozession? Ein Rondrianer, der sich gerade aus einer Gasse schälend ein paar Kräuter... Okay, merkwürdig. Ja, ich trete auf jeden Fall erstmal so ein, zwei Schritt zurück, werfe mal so prüfenden Blick in diese Richtung und möchte erstmal eiserner Wille auf mich selber wirken. Also ich konzentriere mich kurz. Man kann ja nie vorsichtig genug sein. Ich möchte dann auf die Magistra zu... Also die Magistra, kann man die offen als Magierin erkennen? Ja, auch mit sauberer Hut auf dem Kopf. Dann würde ich an sie langsam herantreten, sagen, Frau Kollega, was ist denn hier los? Sie führen einen Gefangenen in... Was ist das denn? Was haben sie denn hier gemacht? Hm. Das entspricht aber nicht dem Kodex. Adeptus Major, schön euch zu treffen. Was versteckt euch hierhin? Er ist wohl unter uns ein Paktierer, den wir gefangen genommen haben und wir möchten jetzt den Weg in Richtung Praios-Tempel antreffen. Allerdings, nun... Praios! Die Herren haben sich wohl verirrt. Was? Deutet auf die Brezel in der Hand von Yarlan. Mit nur so wenig Begleitung seid ihr euch sicher, dass eure Zauber ihn zurückhalten können? Nun, zum aktuellen Zeitpunkt ist er wohl unfähig, irgendetwas zu tun, ja. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Naja, wenigstens habt ihr einen Rondrianer bei euch. Den Weg zum Praios-Tempel kann ich euch weisen, wenn ihr möchtet. Und ich zeig mal in die Richtung, nehme an, ich weiß, wo das ist. Ja, direkt in Richtung Norden, am Maraskan-Viertel vorbei, zum größten Marktplatz. Da wird wohl der, Praios-Tempel sein. Frau Kollega, wo finden Sie denn solche Leute? Das ist ja gar schrecklich. Ja, hinter der Geschichte steckt noch etwas mehr, aber ich glaube, das auf der offenen Straße zu diskutieren ist, sollten wir nicht tun. Nein. Und wer seid ihr noch gleich? Das ist meine Herren, interessiert. Meine Herren, der Adeptus Mayo hat sich gerade angeboten, uns zum Praios-Tempel zu führen, wenn ihr dazu nicht in der Lage seid. Eldan Gorbas, Abgänger der Akademie der magischen Rüstung zu Gareth. Und wenn man dort erkennt, dass ihr Adlige seid, würde man sich dementsprechend eures Ranges verbeugen. Gareth? Durchaus, mein Herr. Habe ich viel Gutes von gehört. Wir sind die besten Leibmagier, wenn ich das behaupten darf, mein Herr. Treu fürs Reich stehen wir. Und zu Praios. Und er liegt einmal. Und er fängt einfach an zu grinsen. Schön wenigstens einen von unserer Sorte hier zu treffen, aber wir sollten weitergehen. Ich finde dringend, dringend. Aber ihr habt einen Faktierer gefangen und man lächelt mal. Das ist eine durchaus ehrenvolle Aufgabe. Das müsst ihr doch jetzt nicht herumposaunen, oder? Ja, man würde eigentlich auch leise mit dir sprechen. Ah ja, dann blickt mal sehr schmerzhaft auf seinen alten Freund zurück. Lasst uns endlich gehen. Ja, würde den Weg weisen zum Praios-Tempel. Ja, an der Fürst-Istaf-Allee vorbei, an verschiedenen wieder Menschen vorbei, die euch die verschiedensten Sachen anbieten wollen. Auf offener Straße stehen sie mit den Händlerposten einfach aufgebaut. Totales Tohuwabohu, an Gassen müsst ihr euch hin vorbeidrücken. Ihr könnt die Maraskaner in ihrem eigenen Viertel rufen hören. Die riesigen Türme, die hier aufgebaut worden sind. Zum Marktplatz und dort dann abbiegend zum Tempel des Gesetzes. Ah, jetzt erinnert sich Jalan auch wieder, hier war doch der Vollmatrose Mopane. Du warst doch schon, ja, eigentlich schon zum zweiten Mal hier. Wie konnte dir das passieren? Immer in diesen Städten verirrst du dich. Städte halt, bin ich nicht gewohnt. Ja, dann steht ihr vor dem monumentalen Bauwerk. Eine glänzende Messingkuppel, blank polierter Sonnenschein.
Auch wenn es draußen im Hafen noch so geregnet hat, hier ist wohl so ein Umschwung des Wetters, sodass hier dann wieder die Sonne scheint und alles sehr erhaben wirkt. Auch wenn es nicht so staubig ist, aufgrund des Regens, ja. Wenn ihr in den Tempel hineingeht oder wollt ihr davor stehen bleiben? Also ich würde vorher anhalten, wenn er jetzt nicht die Erde würde dem Adligen den Vortritt lassen. Und wenn er hineingeht, wird er sterben. Das machen wir uns ganz einfach. Leibgarde und Kohlraub werden abgestellt, ihn zu überwachen, und wir gehen rein. Dann auch selbstbewusst voran. So, würde folgen. In so 2-3 Schritten Abstand. Mit respektvollen Abständen eine Runde einhalten. Ich schreite durch die Tempelhalle, durch den Altarraum. Erstmal mache vor dem Altar kurz Halt. Verneige mich kurz, schlag eine segnende Sonnenscheibe vor der Brust und sehe mich dann nach dem Tempelvorsteher um. Ja, den wirst du dann finden, Praiofold Okurian aus Kuncho. Hattest du schon im Vorbeigehen schon mal gesehen, aber du hattest dann eher Augen für Mopane, den siehst du ja auch immer, wie er wohl gerade in einer Beichtkabine verschwindet, um da mit irgendwelchen Leuten zu sprechen. Du hast ja erstmal keine Augen für, und Praiofold kommt dann auf dich zu. Praios, zum Gruß. Wie kann ich euch helfen? Praios, zum Gruß, euer Hochwürden. Ich will einfach direkt mit der Wahrheit hinausrücken. Wir haben einen Paktierer gefangen. Und wir brauchen Hilfe, seine unsterbliche Seele vor den Niederhöhlen zu retten. Darf ich fragen, um welchen Paktierer es sich handelt? Er war ein Geweihter des Effort, und wir nehmen mal so an, dass er sich der Nachtblauen Herrin verschrieben hat. Ja, die Versuchung ist immer relativ groß für die konträre Seite. Die Erzdämonen versuchen uns allzu oft. Ich bin froh, dass ihr ihn gefangen habt. Er ist körperlich unversehrt? Größtenteils. Wir mussten ihn in Eisen legen, da er wohl über Zauberkräfte verfügt. Also gut, dann welche Uhrzeit haben wir? Demnächst haben wir Sonnenhöchststand. Warten wir doch auf die Uhrzeit, und dann, wenn Praios am höchsten scheint, können wir mit der Austreibung beginnen. Es wird den ganzen Tag dauern. Wollt ihr dabei sein? Ist er ein Bekannter von euch, ein Freund, oder habt ihr ihn auf der Hohen See? Ein guter Freund. Ich bestehe darauf, nach allen Möglichkeiten dabei zu sein. Es wird, wie gesagt, einen Tag dauern, und ich komme leider nicht umhin, euch mitzuteilen, dass wir ihn danach verbrennen müssen, damit seine Seele, so sie dann wieder eingezogen ist und den Göttern gehört, also Praios und Effort, dass sie nicht wieder erneut in Versuchung geführt werden kann. Natürlich, so ist schließlich das Gesetz des Herrn Praios. So ist das Gesetz. Ja, blickt nochmal sehr bitter zum Boden. Wendet sich dann nach einer leichten Verbeugung wieder zum Gehen. Ja, du siehst dann, wie wohl verschiedene Tempelwachen herbeigeholt werden. Keine Sonnenlegionäre. Mopane wird auch herausgeholt und werden dann auf Bodenläufe geschickt, sodass dann aus verschiedensten Ecken aus Kunchorm über die Zeit dann verschiedenste Wachen geholt werden. Eine ganze Menge sind dabei. Unter anderem auch Chorgeweihte. Blutschluck hier? Blutschluck wird auch irgendwann eintreffen. Oh, Ephadaios. Er ist also ein Paktierer. Leider ja. Ist sehr bitter, so etwas herauszufinden. Wann habt ihr es herausgefunden? Seit wann? Schon immer? Oh, ich weiß nicht, wie lange schon. Vor einigen Tagen wuchsen ihm auf einmal Zähne. Er redete wirres Zeug. Und dann hat er es wohl auch so lange nach Ahmad hier gegenüber zugegeben. Ahmad, er gibt dir die Hand zum Männergruß. Du siehst, ja, wie wohl immer noch Teil seiner Axt dran gebunden ist, dran geschlagen. Das hat der Kiaras ja gemacht.
Und sein Bein ist wohl deutlich besser geworden. Er hat jetzt mittlerweile ein eisernes Scharnier, was ihm angefertigt worden ist. Und sein Arm wird gerade ebenso behandelt. Du siehst, wie mehrere Dornen aus dem Ellenbogen herausragen und da wohl eine weitere Armatur angebaut wird. Ah, Blutschluck. Es geht euch deutlich besser. Und soweit so gut, dass ihr ein Duell mit mir fechten könnt. Ihr habt das mir versprochen. Natürlich, und halte mein Versprechen. Vielleicht nachdem wir dieses Problem gelöst hätten, hätte ich euch aufgesucht. Gut. Ein Tag. Ein Tag. Mir wurde gesagt, wir fangen um 12 an. Sonnenhöchststand. Schauen wir, was uns die Herren der nachtblauen Tiefen entgegenwirft. Ob sie denkt, dass es wert ist. Er tritt so ein bisschen an einen der Flüsse heran, der hier sich im Manadi-Delta auch nochmal aufspaltet und stellt sich dann so ein bisschen runter, sodass er dann am Wasser steht. Okay. Ach so, also er redet gerade vom Paktbruch. Ich dachte, er redet vom Duell. Er redet vom Paktbruch, ja, genau. Genau, ich war gerade ein bisschen verwirrt, okay. Die Herrin der Tiefwarzen-D jetzt mit dem Duell zu tun. Nee, okay. Nee. Es geht um den Paktbruch. Den Paktbruch, ja. Nun, ich denke, wir sind hier in sicheren Gefilden. Sie hört nicht allzu viel gegen uns. Zumindest ist die blutige See noch nicht hier vorgedrungen. Genau. Kollege, herzlichen Dank, dass ihr uns hierher geführt habt. Was habt ihr jetzt vor? Seid ihr zu Besuch hier? Ihr kommt aus Gareth? Ja, durchaus. Ich habe viele Jahre als Hofmagier gedient und bin gerade auf dem Weg, mir auch den Rest von Dere anzusehen, soweit ich halt komme. Ein paar schöne neue Bilder meiner Galerie hinzuzufügen, was man halt so macht, um das Reich zu schützen. Ein paar Bilder hinzuzufügen, um das Reich zu schützen? Ja. Ich habe euch Weißmagier ja nie verstanden. Ja, wir sind ein ehrbarer Haufen und sehr lächelbreit. Aber auch ihr scheint mich deutlich zu überraschen. Das hätte ich nie von euch gedacht. So eigennützig Paktierer zu fangen, das hätte ich ja eher unserem Orden zugetraut. Nun, ich hatte dieses Exemplar schon vor einiger Zeit entdeckt, möchte ich meinen, und als es dann das eine zum anderen kam und der Verrat sich anbot, also er die Gruppe verriet, dachte ich mir, bevor es weitere Tote gibt, sollte ich doch eingreifen, denn die anderen waren noch nicht dazu in der Lage. Wie gelang es euch denn, ihn so kampfunfähig zu machen? Ein einfacher Schlafzauber. Ah, beeindruckend. Müsst wahrlich talentiert sein, wenn ihr einen Paktierer so einfach ausschalten könnt. Ich vermute, dass ihr auch einige Kampfzauber zur Verfügung habt, die mir nicht zur Verfügung stehen, nicht wahr? Durchaus, aber wir wissen beide, dass wir leider unser Wissen nicht teilen dürfen. Und der lächelt. Wir müssen immer vorsichtig sein. Richtig, ihr seid ja immer etwas verschroben. Verschroben? Das würde ich nicht so sagen. Aber an eurer Leistung kann man nicht zweifeln, so gerne ich das auch möchte. Also man legt mir mal Respekt vor. Entschuldigt mich doch bitte, ich muss noch einige Sachen vorbereiten, denn auch ich werde diesem Paktbruch beiwohnen. Wenn es also von eurer Seite nichts mehr gibt, unterhaltet euch doch gerne mit den anderen. Sie können euch erzählen, wie die eigentlichen Umstände waren. Ich möchte nämlich doch etwas mit den Tempelvorstehern unterhalten, die Priovold geladen hat. Natürlich, meine Dame. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, sie zieht einmal den Spitzhut und geht dann ab. Ich hoffe doch sehr, Magister, dass ihr der Austreibung beiwohnen werdet. Natürlich. Für so etwas habe ich immer Zeit. So viel Zeit, wie es benötigt und so viel Magie, wie es benötigt. Aber nur genauso viel, und man nicht mal. Wir müssen immer vorsichtig sein, damit wir nicht fallen, wohin er gefallen ist. Man schaut mal auf unseren Ephadaios. Eine sehr preuausgefällige Einstellung. Falls ihr wirklich dem Reich dienen wollt, ich hätte eine Stelle als Leibmagier frei. Tatsächlich?
Hoher Herr, ich habe euren Namen noch gar nicht erfragt. Und man nickt ihr mal zu. Galan von Schnottermoor. Ah. Kennt man das? Also sagt mir das was? Schnottermoor vielleicht, Galan selbst vermutlich eher nicht. Außer du hältst dich schon eine Weile in Kunchom auf. Oder an der Westküste, dann hättest du vielleicht mal einen Steckbrief gesehen. Ich hätte Heraldik 9 anzubieten. Kann ich darauf mal würfeln? Ja, würde ich dir erschweren. Was hast du mit deiner Rechtskunde? In Rechtskunde habe ich 9. Ja, dann würfel mal lieber auf Rechtskunde. Okay. Ja, ja. Der Mann wird steckbrieflich gesucht. Das ist aber nichts Schlimmes, denn das Gesuch ist ausgeschrieben auf Helme Harfax und auf Xera. Ah, ich habe schon von euch gehört. Steckbrieflich soll man euch suchen. Ja, dann zögert kurz. Wie hoch ist denn die Summe dieser Tage? Hier wird gar nicht gezögert, ich weiß das ja. Was weiß ich? Weiß ich die Summe? Ich glaube 200 Dukaten noch, ne? Immer noch, verdammt danke. 100 ja, das kommt dann, also wenn der Steckbrief so ein bisschen älter ist, kommt noch, keine Sorge. Das ist aber 300, das ist ja fast eine Beleidigung. Ich bin beeindruckt, dass ihr euch so mächtige Feinde macht und keinen Leibmagus an eurer Seite habt. Ihr müsst ja wahrlich talentiert sein mit dem Schwert. Captain, ihr habt nur 200 Dukaten auf eurem Kopf? Ich bin enttäuscht. Ja, ich meine, für 12 Kilo Endurium kann schon mal ein bisschen mehr rumkommen. Aber vielleicht wird Hafax geizig auf seine alten Tage. Und Franxera, naja, der ist sowieso geizig. Ihr habt euch gleich mit 2 Heptarchen verfeindet, mein Herr. Ja, der Mut der Löwen, der wohnt in euch. Wohl wahr, der wohl wahr. Aber wenn ich meine Dienste anbieten kann, dann gerne. Solange es ein paar mehr Abenteuer gibt als auf meinem alten Posten. Aber die werden sich euch ergeben. Macht euch darum keine Sorgen. Euer Kopfgeld verspricht das wohl. Klären wir so etwas, nachdem das hier vorbei ist. Vielleicht sind wir dann jetzt teilweise nicht mehr in der Lage, noch aufzubrechen. Jetzt, wo Plintigian weg ist, brauchen wir doch wieder einen neuen, oder? Ja, dann guckt doch mal sehr bitter. Da wollte er gerade nicht drüber reden. Ja. Wir haben gerade einen unserer Magier verloren. Ah. Ein Kollege aus meiner Reihe oder ein Graumagier? Ein Grauen, ich glaube, Tuzak? Oder ja, Maraskan auf jeden Fall. Ich weiß nicht, irgendwas mit Maraskan. Aha. Naja, man muss nun mal auf die Reichsakademien vertrauen, wenn man wirklich fähige Magier möchte. Nun, leider ist unsere Situation so beschaffen, dass wir das nicht immer können. Ich hoffe doch, ihr handelt mit der Genehmigung unserer Kaiserin oder ihrer Vertreter. Ja. Gut, dann nickt mal. Also wenn ihr schon mal hier seid, was können wir denn überhaupt gegen jetzt Dämonen machen? Nehmen wir an, jetzt wir brechen diesen Pakt und dann kommt irgendwas. Können wir dann mit normalen Waffen dagegen vorgehen oder brauchen wir was Besonderes? Das kommt darauf an, sind ihre Waffen von von Rirana geweiht oder nicht? Ahmad hat glaube ich sogar 2, oder Ahmad? Ja, richtig. Also er sollte mit der heiligen Kraft seiner Göttin die Dämonen auch so zurücktreiben können. Für die anderen kann ich dafür nicht garantieren. Ach mal, du kannst mir ja deinen Rondrakam jetzt geben. Nein, kann ich nicht. Eine Rondra-Geweihte. Captain, ich nehme das mal als Stichwort und werde mich entschuldigen. Es gibt noch viele Geschäfte zu erledigen. Wenn ihr dem hier nicht beiwohnen möchtet, dann seid ihr wohl entlassen. Ich nicke dir zu. Ja, ich werde mich um unsere anderen Angelegenheiten kümmern in der Zwischenzeit. Natürlich. Wenn Jaras dann weggeht, sage ich dann zu Jalan, und wie kommen wir jetzt von einem Fleck zum anderen? Bin mir sicher, der gute Adeptus hier wird uns zumindest bis zum Hafen bringen können. Schließlich hat er uns da in der Nähe ja auch aufgesammelt. Na, Effendi. Dann lächelt Ahmad mal den Eltern an. Effendi, wenn ihr euch hier besser erinnert, einer Stadt auskennt, in der ich fast geboren wurde, dann zeigt mal, wo hier der Hafen ist. Und ich grinse breit an. Mein nickt zumal und schaut kurz zum Boden. Sollten wir nicht darauf warten, dass der Herr dort vorne ausgebrannt wird? Oder seine Seele gerettet wird, entschuldigt. Seine Seele gerettet wird? Bevor wir zum Hafen zurückkehren? Wenn ich das richtig verstanden habe, beginnt die Seelenausbrennung
Erst später. Ich werde derweil hier bleiben. Ich wollte den Gefangenen auch nicht alleine lassen. Naja, sind ja noch 12 andere Leute hier. Ist irgendeiner von denen ein Magier? Meine, also erkenne ich einen Magier. Magistra Kulrab, mit der ihr euch gerade unterhalten habt. Die ist ja gerade weg. Die ist ja gerade weg. Das die ist in den Praios-Tempel gegangen. Achso, ich würde sagen, die geht einfach. Wir sollten wirklich einen Magier vor Ort haben. Man weiß nie, ob man ihn noch brauchen kann. Und auch ihr werdet natürlich äußerst nützlich sein, sollte die dämonische Herrin tatsächlich versuchen, ihren Diener zu befreien. Aber sag mal, Jalan, wann geht's hier los? Wenn die Sonne im Zenit steht. Bald also. Okay, ja gut. Dann bleibe ich auch hier. Ich soll Parajas allsehendes Auge ja einen guten Blick auf den ganzen Prozess haben.